um mal wieder so ein paar Produkte in Action zu zeigen. Also welche Reihenfolge ich einhalte, wenn ich Produkte auftrage, zeige ich euch in folgendem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über eine Routine, über eine Reihenfolge. Das ist eine Morgenroutine, seht ihr dann auch gleich am Sonnenschutz. Wir fangen mal an mit einem Oldie but Goldie. Ich habe einfach festgestellt, für mich ist Waschgel am Morgen einfach essentiell. Ich habe hier eine Zeit lang versucht, nur mit Öl. Mag ich nicht. Mag ich wirklich nicht. So gefällt mir nicht. Deswegen bin ich wieder übergegangen zum Waschgel und das ist ein Oldie but Goldie, den habe ich schon ein paar Mal nachgekauft. Das bedeutet bei mir bei Skincare echt viel. Ich kann mal ein Video machen über Produkte, die ich mir immer wieder kaufe. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock habt. Und ich habe aber das von Balea Expert auch wieder da. Da reagiert meine Haut richtig gut. Da ist AHA und PHA drin. Aber es ist wirklich wichtig und ich finde das echt wichtig, in meiner Zuschauerschaft das auch so Antwort zu bekommen, finde ich echt gut. Wenn ihr Dinge nicht vertragt, macht es nicht so aus mit eurer Haut, dass ihr sagt, ja, das wird dieses schon irgendwann vertragen. Nein, ihr tut euch überhaupt gar keinen Gefallen. Wenn ihr eine Sache nicht vertragt, lasst sie sein, probiert eine andere. Aber bevor ihr sie komplett sein lasst, versucht es wirklich mal eine Zeit lang erstmal nicht und dann einzuschleichen, ne? Aber wenn es überhaupt nicht geht, sein lassen. Ich finde, das ist das Allerschlimmste. Diese Erfahrung habe ich nämlich auch schon gemacht, ne? Also ganz zu Anfang, zu meiner Bloggerzeit, Produkte zugeschickt bekommen und meine Haut komplett verätzt, weil ich gedacht habe, ja, das muss so und so. Nee, nee, heute sind wir schlauer. Und das hier ist was ganz Mildes. Ich liebe es auf jeden Fall. Das trocknet meine Haut überhaupt nicht aus. Und es gibt es halt eben für ein kleines Geld bei DM. Na, also das ist, kommt bei mir immer mit. So, wenn das jetzt leer ist und ich die andere Tube aufmache, kaufe ich das mir in Reserve schon wieder nach. Weil ich mag es halt echt gerne. Und das reinigt für mich halt perfekt. Für mich funktioniert das Thema Säure richtig gut. Meine Haut kann das abhaben. Ich verwende die Säure aber auch nicht immer, ne? Also ich habe die letzte Zeit schon gemerkt, so, oh, das gefällt mir voll gut, der Klo ist voll toll. Aber irgendwann mal habe ich schon gemerkt, so, oh, es piekst schon so ein bisschen. Auch bei mir ist zu viel, ne? Also da müsst ihr echt vorsichtig sein. Aber ich verwende das am Morgen ganz gerne, weil ich davon weniger fettige Haut habe. Das ist so ein tolles Zeug. Ich dachte echt, eine ganze Zeit lang, BHA ist nicht meine Säure, damit erreiche ich nichts. Leon hat es wieder hinbekommen, dass er ein Produkt also konzipiert hat, von vorne bis hinten echt gut durchdacht ist. Und für mich funktioniert das echt gut. Ich hatte in der Review-Woche, da hatte ich ein einzelnes Video dazu gemacht. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr da mal rein. Das ist wirklich sein Geld wert. Ich habe es mir noch immer nicht getraut, auf den Kopf aufzutragen. Das soll es ja auch echt gut sein bei fettiger Kopfhaut und so. Ich werde es noch probieren. Ich werde es noch probieren. Ich schwöre. Ich werde es noch probieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Oldie but Goldie. Auch wieder so ein Produkt, was ich mir, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal nachgekauft habe. Das ist das Age Performance Serum. Da ist nichts mit Age. Das können auch Jüngere verwenden. Und das verwende ich sogar auf der Kopfhaut. Das funktioniert lustigerweise bei mir auf der Kopfhaut 1A, um ein bisschen Feuchtigkeit da an diese Stelle auch hinzubekommen. Und das verwende ich aber auch gerne im Gesicht und das wird immer wieder nachgekauft, weil das einfach für mich, wie gesagt, für den Kopf gut ist, aber auch für die Gesichtshaut einfach eine richtig tolle Sache ist. Und morgens will ich halt echt schon so ein bisschen Feuchtigkeit im Gesicht haben. Das ist eine richtig tolle Sache für kleines Geld, ne? Also da gibt es andere Produkte, die kosten 5 Euro mehr und das kann sich halt einfach sehen lassen und wie schon erwähnt, kaufe ich immer wieder nach. Wenn ihr, wie gesagt, so ein Video haben wollt mit Produkten, die ich immer wieder nachkaufe, gerne unten mal in die Kommentare, würde mich freuen. Was ganz gut funktioniert und was euren Sonnenschutz unterstützt, verbessert. Es macht jetzt nicht aus einem 30er Sonnenschutz einen 50er Sonnenschutz, so dürft ihr das nicht sehen, aber es unterstützt euren Sonnenschutz immens. Es sind Produkte mit Vitamin C,
Da ist ein Derivat drin, das ist nicht so schwierig aufzubewahren. Alles andere muss halt schon im Kühlschrank beispielsweise. Ja, da spiele ich mit dem Gedanken, das tatsächlich auch nachzukaufen. Mein Ceramikzeug ist tatsächlich leer, aber das ist halt auch echt teuer. Also ich habe das Zeug wirklich geliebt. Und wie gesagt, vor dem Sonnenschutz ist das eine richtig tolle Sache, das halt aufzutragen. Also ich vertrage auch alle drei Produkte von Theramed einfach so gut, das ist der Hammer. Auch dazu habe ich ein extra Video gemacht, das werde ich euch auch mal einfach unters i legen. Letzter Teil am Morgen ist natürlich der Sonnenschutz. Und zum Thema Sonnenschutz gibt es immer noch Redebedarf und Diskussionsbedarf. Sonnenschutz besagt eigentlich, beschreibt die falsche Situation. Du schützt dich nicht nur vor der Sonne, das heißt, nicht nur wenn du die Sonne siehst, musst du dich davor schützen, sondern auch, also in der Nacht musst du es nicht, aber einfach tagsüber. Und hinter Glas ist es tatsächlich so, dass 60% UVA-Strahlung durchkommt. UVA-Strahlung macht Hautkrebs. UVA-Strahlung macht alt. Das ist das, was wir Frauen halt eben nicht wollen. Und das können wir ganz leicht, ganz, 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 ganz leicht lösen mit Sonnenschutz. Und das Produkt von No ist halt echt. Also ich vertrag's, aber ich kann es auch verstehen, wenn Menschen da draußen Probleme mit dem Auftrag haben. Ne? Also es ist halt schon, es weißelt ein kleines bisschen, aber man kann vernünftig auftragen. Man muss halt ein bisschen Geduld aufwenden, das kurz ruhen lassen auf dem Gesicht und nochmal eincremen, dann funktioniert das eigentlich schon. Ich merke hier eine Tendenz, dass ich das gerne aufhebe. Also ich habe noch einen Sonnenschutz von Rossmann da, aber die werde ich definitiv nachkaufen, weil die vertrage ich so gut und sie fettet auf meiner Haut nicht so stark. Wenn du schon ein Typ bist, der extrem fettige Haut hat und ich habe halt fettige Haut, ne? Und da ist es halt immer echt unangenehm, du reinigst dein Gesicht, du willst eigentlich so den Hautteig so ein bisschen loswerden, wenn du das gleich wieder komplett einfetterst, wenn du deinen Sonnenschutz aufträgst. Und da ist sowas eigentlich echt eine angenehme Nummer, denn das mattiert fast so ein bisschen ab. Klar, mit der Zeit wird es schon wieder fettig, aber da haben sie was richtig Tolles hinbekommen. Ich erzähle ein bisschen mehr im Video dazu. Hier steht Lichtschutzfaktor 30 drauf. Das ist das erste Produkt, wo es egal ist. Dieser Lichtschutzfaktor bezeichnet ja die UVB-Strahlung, also Schutz vor der UVB-Strahlung. Aber hier hat es tatsächlich einen UVA-Schutz von 20. Und das ist außergewöhnlich. Gibt es sonst gar nicht. Bringt natürlich wieder alles durcheinander. Ich sage ja immer, das hier durch drei, aber ich kann mich noch daran erinnern, als der rausgekommen ist und die Leute gemeint haben, ah, das ist aber nicht so gut, 30 und so, aber durch das, dass die da halt eben einen wunderbaren UVA-Schutz reingepackt haben, also perfekte Filter, ich lieb's, ich werde das Produkt nachkaufen, das ist tatsächlich das erste Produkt von No, was ich mir nachkaufen werde. Und das sagt echt viel aus. So, um nochmals die Frage zu klären, wie trägst du was auf? Hier sind halt zwei Produkte, die ich in der Review-Woche vorgestellt habe, dabei. Und nochmal der Hinweis, wenn du Bock auf ein Video hast mit Produkten, die ich immer wieder in der Skincare verwende, gerne mal unten in die Kommentare packen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.